So, weiter geht's hier in dem Level, nachdem wir von dem Einsammeln des Artefakts runtergefallen sind. Ich weiß gar nicht mehr, was es hier für Gegner gibt, aber sieht nicht so lecker aus. Den kann man schieben. Was auch immer mir das bringt. Ich werde sehen. Ein Secret. Ernsthaft? Hätte ich nicht mal gebraucht. Ach, wie heißt das Level überhaupt? Das Kolosseum. Warum auch immer das Kolosseum heißt, wir sind gar nicht im Kolosseum, soweit ich weiß, aber hey. Es gab auch schon. Ach so, wir sind in Rom. Okay. Muss ich später mal gucken, ob man vielleicht nicht doch das Kolosseum sieht. Oh. Was haben wir da? Bestimmt wieder nur ein Secret, ich sehe das schon, aber mich interessiert es trotzdem. What is there? Ich möchte es haben. Außer es ist ein Secret, dann will ich es eigentlich nicht, aber es ist sogar was Sinnvolles. Wie es mir scheint. Wow. Ich bin erstaunt. Ach, ich hätte da nicht mal ranspringen müssen, ich hätte sogar runterklettern und rumhangeln können, aber nun gut. So. Jetzt kommen die Gegner, stimmt's? Wie viel habe ich da? 24? Wie viel habe ich denn für den anderen komischen Dings gebraucht? Egal. Nein, eigentlich ja nicht. Eigentlich ist es nicht egal. Und ich habe die Uzi nicht gefunden. Ja, wie man hört, Löwen. Löwen! Es kam mir so ins Gedächtnis, dass es Löwen sind, die hier sind. Ich habe einen Löwen umgebracht. Ich Monster. Löwi Nummer 2. Ey! Umdrehen. Auch tot. Ich möchte heute noch nicht gegessen werden. Könnt ihr euch abschminken? Dim, 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 dim. Und hoch. So. Da liegt was. Das ist was. Edelsteinstück. Moment, bin ich jetzt in der. What? Alter! Ich weiß nicht, ob die unbesiegbar waren, also die. Ich glaube zwar nicht, aber. Die Uzi-Muni brauche ich jetzt nicht, auch nicht mehr. Ich glaube, die Uzi habe ich schon verpasst. Ja, komm, da ist einer noch drin. Und ein Löwi auch noch. Oh. Und das für nichts? Nicht. Ernsthaft? Ich dachte, da oben wäre wenigstens was. Ich hätte diesen Kampf sogar sparen können. Wow. Und jetzt kommt
Was auf Zeit, ich liebe es. Wie ihr seht, ist hier etwas im Boden, was hochkommt, wenn man da an der Kette zieht. Spaß pur. Weil ich auf Sachen auf Zeit auch so total liebe. Weil die überhaupt nicht nervig sind. Vor allen Dingen war das, glaube ich, sogar ziemlich knapp bemessen hier. Ich weiß noch nicht, wie oft man da ranziehen musste. Ach, das war's schon. Dreimal also. Ja, das war schon Zeitverschwendung. Man kann es aber vielleicht noch schaffen, ich weiß es nicht. Jetzt erst recht nicht mehr. Also dreimal an der Kette ziehen und so ein Quatsch. Eins, zwei, drei. Schon wieder Zeitverschwendung. Ich weiß, dass man von hier aus dahin springen kann ungefähr, aber warum ich es nicht schaffe, ist mir ein Rätsel. Und na, egal. Na, warum? Warum so ein Millimeter? Na gut, das waren ein paar Zentimeter, aber trotzdem. Warum so wenig so kurz, ey? Ich speichere jetzt hier einfach mal. Guck mal, wie das schaffe. Ich hab's geschafft. Ich bin erstaunt. Ich bin erstaunt, dass ich das auf in Häkchen anhieb, also nicht, dass ich da ankomme und es versinkt, geschafft habe. Okay. Ach so, ja, okay. Ich erinnere mich. Eine etwas prekäre Situation, no? Ich hab schon Schlimmeres erlebt. Natürlich, natürlich. Aber dies ist eine bemerkenswert tiefe Grube. Und in dieser geschichtsträchtigen Gegend bedeutet das bestimmt, dass da unten antike Gegenstände rumliegen. Ich kann dich nicht überreden, mal kurz runterzuspringen und nachzusehen. Sehen Sie, das ist genau mein Problem. Ich habe nämlich das Gefühl, dass Sie viel qualifizierter sind, die Geheimnisse der Grube zu enträtseln. Es sei denn, Sie vergessen alles beim Aufschlag. Vielleicht würde es den Fall etwas bremsen, wenn Sie unnötigen Ballast abwerfen. Vielleicht den Stein, den Sie mit sich rumschleppen. Ich hatte mich schon gefragt, wann du auf dieses Thema kommst. Zieh mich rauf und der Stein gehört dir. Und dann leben wir alle glücklich bis ans Lebensende. Kann ich mir nicht vorstellen. Geben Sie mir Ihr Wort, dass Sie mich nicht anrühren, wenn ich Sie aus der Grube hole. Du hast mein Wort drauf. Der Stein? Also wirklich, Miss Croft, Sie haben mir Ihr Wort gegeben. Nun kommen Sie schon, Lara. Lara, Sie haben mir versprochen. Würden Sie es vielleicht über das Erz bringen, mir rauszuhelfen? Ich scheine hier abzurutschen. Das würde ich ja lieben gern, Pierre, aber das wäre gegen unsere Vereinbarung. Vereinbarung? Na, dich nicht anzurühren, schon vergessen, Dummerle. Na egal, ich bin sowieso spät dran, ich muss weg. Aber ich... Lass dich nicht aufhalten von mir. Der lebt noch.
Soweit ich weiß, spielt das vor Tomb Raider 1 hier. Also. Könnt ihr euch denken, dass das halt so ist, dass der ernsthaft, ich dachte, ich schaff's rüber. Okay, wir setzen einfach den Stein ein und fertig. Auch wenn ich weiß, was passiert. Natürlich, wenn das nach Tomb Raider einspielt, dann sind sie beide, glaube ich, Murks. Aber Lars wird auch im ersten Teil von Lara niedergeschossen. Also, ich weiß nicht. Was jetzt... Nein. Was jetzt das Richtigere ist. Also entweder er ist totgestürzt oder er wurde niedergeschossen. Also eins von beiden ist das Erste. Also Skion und all das. Weil Larsen können locker in beiden überleben. Ich glaube, vielleicht hat er irgendwie noch überlebt beim Sturz. Also das finde ich sogar noch realistischer, als wenn ein Haufen geschossen wird. Aber Larsen wird hier immer über einen Haufen geschossen in dem Teil. Also, das ist so ein Logikfehler, den ich einfach nicht... Weiß nicht. Kann ich einfach nicht zu mir sagen. Oh. Hi. Was? Nein. Oh. Ich wollte doch laden. Das war so unnötig. Warum ist auch neues Spiel zuerst ausgewählt? In jedem anderen Tomb Raider Spiel laden das erste, was ausgewählt ist, und hier? Ach, nö. Wie die Gegner erst erscheinen, wenn ich oben bin. Bestimmt so plopp. Da ist ein Schlüssel. Aber ernsthaft? Ist mir egal. Warum das in dem Spiel anders gemacht ist. Kolosseum Schlüssel 1. Mhm. Und noch so ein Knecht. An diesem Punkt wäre das Spiel normalerweise abgestürzt. Also zumindest war es unter XP so. Ja. Wie viel hält denn der noch aus? Ach, das war's schon. Mann, war er lame. Der Kollege hat mehr drauf gehabt. Hätte er mal ein bisschen was abschneiden können von ihm. So ein bisschen Talent. Und was haben wir da? Einen Schlüssel. Oh. Wie der wohl heißen mag.
Ich weiß es nicht. Ach so. Ich wollte hier doch rausgucken. Anscheinend sind wir wirklich im Kolosseum. Nun muss ich so sagen, realistisch passt das überhaupt nicht. Das Kolosseum sieht an keiner Stelle mehr so aus, aber also in den oberen liegenden Dingern. Ich war da schon. Naja, was sich Cordy dann wieder dabei denkt, ich weiß auch nicht. Und natürlich ist die Klappe jetzt so, dass es nicht absturzgefährdet ist. Ja. Und so endete die erste Unternehmung von vielen. Ich bin sicher, Miss Croft wäre die erste, die sich für ihren nicht immer ganz respektvollen Umgang mit einigen der zerbrechlicheren religiösen Artefakte entschuldigen würde, Vater Patrick. Keine Ursache. Geschah doch alles für eine gute Sache. Zumindest wussten wir immer, dass sie in Sicherheit waren. Und zum Glück hat die Kirche nie einen kugelsicheren Gesandten geschickt, um sie abzuholen. Ah ja, aber sie kannte ihren Platz in der großen Ordnung. Einige Dinge, das hat uns die Geschichte deutlich gemacht, lässt man am besten einfach ruhen. Ha, ich spreche in Rätseln. Ich rede natürlich von dem bedauernswerten U-Boot. Ah ja, die U-Boot-Episode. Miss Croft hat mir nie alle Details verraten. Zu meinem eigenen Schutz, wie sie immer wieder betonte. Genau, Winston. Und dafür sollten Sie dankbar sein. Tief im Frachtraum dieses Bootes lag eines der mächtigsten Artefakte des Christentums. Ein Artefakt, das jede Armee, der es vorangetragen wird, unbesiegbar machen soll. Der Speer des Schicksals. Sie würden es vielleicht göttliche Fügung nennen, dass dieses U-Boot mit seiner kostbaren Fracht niemals ins Vaterland zurückkehrte. Es verschwand nach dreiwöchiger Fahrt einfach von den Radarschirmen. Aller 52 Seeleute. Und noch etwas anderes liegt dort. Etwas viel Böseres. Der Hafen Zapadnaya-Litsa, einst der Stolz der russischen Nordmeerflotte. Sergei Michailows Männer, die meisten davon Ex-KGB-Agenten, gut ausgebildete Killer. Ich hatte schon mal mit Mafiosi zu tun. Unangenehme Erinnerungen. Gehe ihn lieber so weit wie möglich aus dem Weg. Ja, das würde ich auch am liebsten. Wohl kaum eine groß angelegte Suchaktion, oder? Sie verschweigen mir doch was. Ja. Ich bin ein großes Mädchen, also raus damit. Schlechte Neuigkeiten. Der verantwortliche Admiral, er wurde ebenfalls gekauft. Und damit auch sein Schmuckstück, ein Atom-U-Boot. Es liegt in einem der Docks. Na, wie fein? Atom-U-Boot. Richtig nett. Der perfekte Lara, Urlaub. Moment. Nehmen Sie dieses Ortungsgerät mit. Aber, Sie machen sich doch nicht etwa Sorgen um mich? Na, irgendjemand muss es doch tun. Wie rührend. Warten Sie nicht auf mich. So. Und bei diesem Abenteuer geht's beim nächsten Mal weiter. Und bis dahin, ich bin Indiana Jones.